Hey Leute, hier hätte ich euch jetzt mal wieder den Warframe Ember mitgebracht. Das hier soll hauptsächlich ein Bildvideo sein und wenn ihr genau wissen wollt, wie die einzelnen Fähigkeiten funktionieren und was dieser Frame wirklich so alles drauf hat, dann bitte schaut euch meinen letzten vollständigen Guide an. Wie gesagt, das hier soll hauptsächlich ein Bildvideo werden, weil am Bild hat sich ein bisschen was verändert, aber allgemein ist dieser Warframe noch 1:1 wie im letzten Bild. In meinem letzten Guide. Von daher, falls ihr mehr Informationen braucht, schaut euch einfach meinen letzten kompletten Guide zu diesem Frame an. Ich möchte jetzt nicht lange drum herum reden, fangen wir einfach mal an. Meiner Meinung nach ist Ember einer der besten Low- und Mid-Level Warframes, die wir momentan haben, aber man kann ihn auch auf jeden Fall im höheren Levelbereich benutzen. Ich bin halt eben nur ein absoluter Fan davon, wenn man ihn so Mid-Level benutzt, weil man kann die Ulti einschalten, durch normale Missionen durchrennen und die Gegner fallen einfach um wie die Fliegen. Also zum Beispiel hier Level 30er Butcher. Ulti angemacht, hier rüber zu den Gegnern. Und schon sind die alle am Sterben. Das bedeutet, wenn wir jetzt einfach in irgendeiner normalen Mission drin sind, sei es jetzt Survival, Exterminate, Defense, der Warframe killt einfach alles weg und wir müssen uns um nichts Gedanken machen. Dazu kommt auch noch eine geniale Energieeffizienz, also ja, ist einfach ein sehr guter Warframe, benutze ich super gerne. Builds. Ich habe für euch genau zwei Builds vorbereitet. Das eine ist ein Ulti-Build, das andere ein Buff-Build. Der Ulti-Build, wegen dem musste ich jetzt den Warframe noch ein 9. Mal formen, weil da hat sich ein bisschen was verändert. Aber ich denke, das war es jetzt wert. Aura, wachsende Macht für mehr Fähigkeiten Stärke, können wir aber auch genauso gut ätzende Projektion nehmen. Kraftvolle Drift, flüchtige Stärke für, naja, Fähigkeiten Stärke. Feuerbeben, damit die Gegner immer gestunt sind. Ihr habt es hier gerade gesehen. Die Gegner, die ich getroffen habe, haben am Boden gelegen und das ist wegen dem Augment. Ich habe einfach eine 100% Chance, die Gegner umzukicken, die hiervon getroffen werden. Also das Augment ist es auf jeden Fall wert. Schade ist nur, dass wir mit der Ulti immer so wenig Gegner auf einmal treffen, aber hey, so ist es halt. Dann Stromlinie, flüchtige Expertise, beide auf Max, weil die Ulti ist eine Toggle-Fähigkeit, bedeutet, wir kommen über die 175% hinaus. Prime-Kontinuität, naja, Toggle-Fähigkeit bedeutet Dauer ist weniger Kosten und gleichzeitig wird dadurch auch nochmal die Dauer von unserer 2 gebufft. Prime-Fluss, damit wir 675 Energiepool haben, mit einem Energieverbrauch von unter 1, das ist schon ordentlich. Überdehnt kann man jetzt reinmachen, muss man nicht reinmachen, aber mir ist es halt eben wichtig, eine ordentliche Reichweite zu haben, denn wenn die Gegner etwas weiter von uns weg sind, naja, dann treffen wir sie nicht, staggern sie nicht und die fallen dann nicht um und können uns Damage machen, was bedeutet, wir sterben. Natürlich kann man jetzt hier einiges ersetzen. Zum Beispiel könnte man Überdehnt draus machen und stattdessen nur ein Überdehnt reinmachen, nee, ein Ausdehnung reinmachen. Man könnte auch genauso gut jetzt hier noch ein Blinde Wut reinmachen. Man könnte Prime Kontinuität rausnehmen und stattdessen Blinde Wut reinmachen. Also wir können hier einiges ersetzen. Der letzte Mod, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe, Blitzbeschleuniger. Da werden sich jetzt ein paar Leute wundern. Warum sollte ich den reinmachen? Naja, der erste Grund ist, wir können von uns und unseren Verbündeten unsere Castgeschwindigkeit um 50% erhöhen. Schon mal geil. Die nächste Sache, wir bekommen plus 50% Feuerschaden, wir und unsere Verbündeten. Das gilt auf unsere Warframe-Fähigkeiten, aber auch auf die Waffen, die wir haben. Bedeutet, Waffenschaden, kommt schon mal ordentlich was dabei rum. Und gleichzeitig werden dadurch auch noch die 1, die 3 und die 4 von der Ember gepusht. Jetzt werden sich ein paar wundern und sagen, nee, die 4 wird nicht gepusht. Doch, die 4 wird gepusht, aber nur zur Hälfte. Denn wenn wir einen Gegner direkt treffen, machen wir schon mal Flat-Schaden. Dieser Schaden wird nicht gepusht. Aber jeder getroffene Gegner bekommt auch eine 100% Chance auf einen Feuerstatus-Effekt. Und dieser Feuerstatus-Effekt wird jetzt gepusht. Das könnt ihr ganz einfach testen. Ich habe es bei einem, ich glaube, Level 145er Butcher getestet gehabt. Ohne Augment habe ich 2000 direkten Schaden gemacht und 375 Dodge-Schaden. Und mit dem Augment immer noch 2000 direkten Schaden, aber auf einmal 500 Dodge-Schaden. Dieser Schaden hier wird nochmal durch Fähigkeitenstärke gepusht, was ich sag ziemlich oft gepusht in dem Video, das Wort benutze ich sonst nie. Also wird ziemlich stark gebufft durch Fähigkeitenstärke, was bedeutet, wenn wir jetzt auf ein Stärkebild gehen mit 200-300% Fähigkeitenstärke, bekommen wir hier wirklich plus 100-150% Bonus Feuerschaden. Also das ist schon ordentlich viel.
Ja, warum ist dieses Augment auch noch interessant? Naja, wir benutzen die ganze Zeit den Brandbeschleuniger, weil wir dadurch einen 2,75er Schadensmultiplikator auf jeglichen Feuerschaden bekommen. Bedeutet, unsere Ulti macht auch nochmal mehr Schaden. Wenn wir jetzt pure Feuerwaffen dabei haben, wie zum Beispiel die Ignis, Atomos, naja, Atarax jetzt etwas weniger. Aber wenn man solche Waffen dabei hat, die werden einfach nochmal extrem hart. Ich will nicht sagen gepusht, aber gebufft durch diese Fähigkeit. Ja, also das ist der Bild, den ich immer benutze. Kann man halt eben noch abändern, wie ich es gerade erwähnt habe. Nur mir war es halt eben wirklich wichtig, dass wir möglichst niedrige Energiekosten haben. 0,75 Energie die Sekunde. Aber wir können das natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen abändern. Zum Beispiel, wenn ich jetzt blinde Wut reinmache anstelle von Fähigkeiten Dauer, habe ich jetzt Energiekosten von 5,25 die Sekunde. Meiner Meinung nach zu hoch. Und dann auch hier oben, Dauer 3,75 Sekunden, ist etwas wenig. Also den Mod würde ich jetzt vielleicht nicht gerade ersetzen, aber es wäre eine Möglichkeit. Genauso könnte man jetzt hier blinde Wut reinmachen und dann hier engstirnig reinmachen. Aber das sind alles so Spielereien, die müsst ihr für euch selbst entscheiden. Meiner Meinung nach ist das hier einfach die beste Kombination, aber wie gesagt, entscheidet es für euch selbst. Ihr könntet theoretisch auch Stromlinie rausnehmen und stattdessen dann blinde Wut rein. Alles Möglichkeiten. Der Buff-Bild ist jetzt für viel Fähigkeiten stärker ausgelegt. Ich habe drin ätzende Projektion, um die Rüstung zu senken, kraftvolle Drift, flüchtige Stärke, blinde Wut für Fähigkeiten Stärke, feuriger Wahnsinn, damit wir den Damage von unseren Verbündeten ordentlich buffen können, flüchtige Expertise auf Max, diesmal kein Stromlinie, einfach weil wir es nicht brauchen, Blitzbeschleuniger wieder, machen wir ordentlich Bonusschaden, Ausdehnung, damit wir noch ein bisschen Reichweite haben auf unseren Brandbeschleuniger, weil ihr müsst das so sehen. Wir buffen unsere Verbündeten direkt durch die 1 und die 3, aber zusätzlich jeder getroffene Gegner wird auch nochmal offen für Bonusschaden gegen Feuer. Bedeutet, wenn wir jetzt nur eine ordentliche Ausdehnung haben und die Gegner mit der Fähigkeit treffen, bekommen sie nochmal, ich glaube, sechsfachen Feuerschaden. Bedeutet, durch feurigen Wahn bekommen wir 269% Bonusfeuerschaden, durch Blitzbeschleuniger bekommen wir auch nochmal 125%, 130% und dann nochmal sechsfachen Schaden durch Ausdehnung, also durch Brandbeschleuniger. Das ist schon ziemlich viel. Primed Fluss, damit wir einen hohen Energiepool haben und die Fähigkeiten oft benutzen können. Und engstirnig habe ich jetzt nur auf Stufe 6 drin, damit die Reichweite nicht zu niedrig wird, aber wir trotzdem noch eine schöne Fähigkeitendauer haben. Ich muss jetzt gerade mal kurz rausgehen. Dann seht ihr hier 6,72-fachen Schadensmultiplikator auf den ganzen Bonusfeuerschaden. Also das ist schon verdammt viel. Kleiner Vergleich. Jetzt mache ich... wie viel mache ich denn? Okay, ihr habt die Damage-Zahlen gesehen, die ich gerade mache. Und jetzt das Ganze mal mit Brandbeschleuniger. Und da fehlt dann immer noch der andere Bonus, den wir haben durch die 1. Nur den bekommen wir selbst halt nicht. Das war jetzt die falsche Taste. Schön, wenn Sachen immer so gut funktionieren, wie man sich das vorstellt. Wenn es jetzt noch funktionieren würde, das wäre echt klasse. Also ihr seht, die Damage-Zahlen sind um einiges größer als gerade eben. Also 13.000, 35.000, 10.000. Ich denke, ihr habt gesehen, worauf es ankommt. Ja, also diesen Buff-Bild benutze ich persönlich eigentlich fast nie, weil Ember als Buff-Warframe ist nicht meine Welt. Aber dieser Ulti-Bild, naja, das ist einfach das, was ich immer benutze, wenn ich Ember spiele. Bei den Waffen, Ignis Wrath habe ich jetzt einfach mit einem schönen Feuerbild drin. Dann die Atomos habe ich mehrere Builds eigentlich. Feuer, Korrosion gegen Grineer. Wenn wir jetzt Gegner ohne Rüstung, Feuer, Viralbild. Einfach Gegner mit halbiertem Leben. Das ist das, was wir haben wollen. Und Atarax, naja, einfach eine oder die stärkste Nahkampfwaffe, die wir momentan haben. Also das ist vollkommen egal, ob sie Feuerschaden hat oder nicht. Wir one-hitten damit die Gegner. Wächter habe ich jetzt einfach Helios Prime dabei oder Helios dabei, um die Gegner zu scannen, die ich noch nicht gescannt habe. Und viel mehr gibt es eigentlich nicht über Ember zu sagen. Ich möchte euch jetzt gerade nochmal kurz die Ulti zeigen, wie man das am sinnvollsten benutzt.
Also im Normalfall Feuerbrock machen, Ulti einschalten, Brandbeschleuniger machen. Gegner sind alle gestunt, Gegner bekommen Schaden und sterben auch. Und Brandbeschleuniger caste ich auch immer wieder nach, weil das einfach alle Gegner stunt. Die Gegner sind jetzt hier Level 145, deshalb fallen die auch nicht so schnell um. Aber gleichzeitig kann ich jetzt auch noch meine Feuerwaffen zur Hilfe nehmen. Und dann funktioniert das schon ganz gut. Gut. Das wär's gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.